direkt aus gut. Wir sind bei Vielleicht machen wir das ganz fair, wir machen ja einen politischen Schlagabtausch, dann müssen wir natürlich auch die Leute hören, warum sie so handeln, wie sie handeln, auch wenn wir es nicht verstehen können, so muss man das ja auch mal sagen. Aber wir wollen ihnen natürlich trotzdem ihre 4 Minuten schenken, dass sie einfach mal Stellung dazu benehmen, warum man heute immer noch so liebt, wie man liebt, wie auch immer. Bitte schön, ihre 4 Minuten und wir hören gerne, gerne zu. Und Schwulen in der Union und junger Union bei diesem tollen Pride mitgefahren. Ich selber bin Kölner, ich selber bin schwul und stehe hier heute mit Blick auf den Kölner Dom, was mich sehr stolz macht. Und es ist in den vergangenen Jahren sehr viel passiert, auch in der CDU. Als ich vor 15 Jahren Mitglied geworden bin, war das keine Selbstverständlichkeit, dass es eine große Gruppe bei so einem großen CSD gibt. Heute ist es eine Selbstverständlichkeit. Wer von euch, von den anderen Politikern, die Diskussionen am vergangenen CDU-Bundesparteitag in Hannover miterlebt hat, das war fair, das war offen, das war so, wie die CDU sich mittlerweile aufstellt. So wie das viele von euch nicht sehen wollen. Wir haben da hart gerungen um neue Positionen. Aber in einer demokratischen Partei und in einer Demokratie muss man auch anerkennen, wenn man noch keine Mehrheit findet. Aber 40% ist schon was in der CDU. Und das muss man einfach auch mal anerkennen. Und wir kämpfen in einer großen Volkspartei dafür, dass von so etwas wie dem Cologne Pride auch ein Signal ausgeht. Wenn hier 900.000 Leute auf die Straße gehen, kommt das auch in ländlicheren Regionen in einer Volkspartei an, dass das wichtig ist, dass das keine Randgruppe ist. Und das finde ich ganz wichtig. Für uns ist es auch wichtig, in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, genau wie in einer Ehe, werden Werte übernommen. Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Das möchten wir unterstützen. Da sind wir nicht dagegen und da stellt sich auch in der CDU niemand dagegen. Wir kämpfen für eine Offenheit und für Toleranz. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern was ich ganz wichtig finde, dass diese Bilder hier heute auch ins Ausland gehen, nach Russland, in afrikanische Länder, wo Schwule, Lesben und andere sehr stark wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Und dafür setzt sich die Bundesregierung sehr stark ein, dass das abgestellt wird. Denn Menschenrechte sind und bleiben nicht verhandelbar. Und dazu gehört auch das Recht der sexuellen Orientierung. Und ich werbe dafür, mein Vorredner hat das schon getan, ich und viele, viele andere Schwule, Lesben, Bisexuelle in der CDU, auch in der CSU, wir werben dafür. Wir zeigen denen, nein, wir sind nicht anders. Wir sind ganz normale Menschen, die eben einfach nur gleichgeschlechtlich lieben. Und deswegen unterstützt uns dabei. Geht raus zu den Kollegen, zu euren Bekannten, zu euren Nachbarn, in eurer Familie. Denn nur so schaffen wir eine gesellschaftliche Veränderung, auch mit den Volksparteien. Vielen Dank.